Wallner, Sabitzer, Keita und Co. Diese Kicker holte Leipzig aus Salzburg. Mit Hannes Wolf wechselt ein weiterer Spieler von Red Bull Salzburg zu den Stallkollegen nach Leipzig. Während aus einigen Transfers Weltkicker wurden, gingen andere komplett unter. Spox zeigt die Überläufer im Bullenstall. Roman Wallner, Winterpause 2012, 86 Spiele, 34 Tore für Salzburg, 16 Spiele, 6 Tore für Leipzig. Spielt mittlerweile wieder in Österreich beim SV Grödig. Georg Teigl, Winterpause 2014, 87 Spiele, 9 Tore für Salzburg, 57 Spiele, 3 Tore für Leipzig. Kickt aktuell für den FC Augsburg in der deutschen Bundesliga. Stefan Hirländer, Sommer 2014, 110 Spiele, 5 Tore für Salzburg, 24 Spiele für Leipzig. Steht seit Sommer 2016 beim SK Sturm Graz unter Vertrag. Thomas Dinne, Sommer 2014, 55 Spiele, Liefering, 12 Spiele für Leipzig 2. Der ehemalige U20-Tormann des DFB spielt nun bei Wisła Płock in Polens höchster Liga. Jordi Reyna, Winterpause 2015, Laie, 36 Spiele, 3 Tore für Salzburg, 14 Spiele, 1 Tor für Leipzig. Verdient sein Geld mittlerweile in der MLS bei den Vancouver Whitecaps. Rodney, Winterpause 2015, 30 Spiele für Salzburg, 7 Spiele, 1 Tor für Leipzig. Seit Sommer 2018 ohne Verein, zuletzt bei BW Linz. Nils Kraschnack, Sommer 2015, 15 Spiele, 2 Tore für Salzburg, 20 Spiele, 1 Tor für Leipzig. Kickt mittlerweile bei Arminia Bielefeld. Stefan Ilsanker, Sommer 2015, 130 Spiele, 5 Tore für Salzburg, 116 Spiele, 1 Tor für Leipzig. Wichtiger Spieler bei RB, nicht mehr wegzudenken. Sein Vertrag läuft noch bis 2020. Hier im Halbmodus. Peter Gulicsi, Sommer 2015, 100 Spiele für Salzburg, 117 Spiele für Leipzig. Dort läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2022. Marcel Sabitzer, Sommer 2015, zuvor an Salzburg verliehen, 51 Spiele, 27 Tore für Salzburg, 126 Spiele, 25 Tore für Leipzig. Wechselte 2014 über den Umweg Leipzig von Rapid zu Salzburg, 2015 dann endgültig nach Deutschland. Vertrag bis 2022. Massimo Bruno, Sommer 2015, zuvor an Salzburg verliehen, 39 Spiele, 8 Tore für Salzburg, 27 Spiele, 2 Tore für Leipzig. Kam 2014 ebenfalls per Laie nach Salzburg, kickt mittlerweile für RSC Charleroi in Belgien. Benno Schmitz, Sommer 2016, 60 Spiele für Salzburg, 17 Spiele für Leipzig. Nach 2 Jahren in Salzburg, 2016 zu Leipzig, heute beim 1. FC Köln. Naby Keita, Sommer 2016, 81 Spiele, 20 Tore für Salzburg, anschließend zu RB Leipzig übersiedelt, wo er überragende Leistungen zeigte. Wechselte im Sommer für 60 Millionen Euro zum FC Liverpool. Bernardo, Sommer 2016, 26 Spiele, 3 Tore für Salzburg, 22 Spiele für Leipzig. Erst im Winter 2016 nach Salzburg geholt, ein gutes halbes Jahr später in Leipzig angedockt. Kickt heute bei Brighton in der Premier League. Dayo Upamecano, Winterpause 2017, 23 Spiele für Salzburg, 56 Spiele für Leipzig. Der erst 18-Jährige kam im Winter 2017 nach Deutschland und schlug voll ein. Konrad Leimer, Sommer 2017, 77 Spiele, 8 Tore für Salzburg.
Als bislang letzter Überläufer von Salzburg nach Leipzig unterschrieb der 20-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2021. Absolvierte seither 32 Spiele. Amadou Haidara, Winter 2018-19, 83 Spiele für Salzburg, 13 Tore. Wurde unter Marco Rose Youth League Sieger und holte anschließend 2 Meistertitel in Österreich. War auf Dauer nicht in Salzburg zu halten, trotz Knieverletzung. Hannes Wolf, Sommer 2019, 72 Spiele, 17 Tore, für Salzburg, macht im Juli von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und versucht sich in der deutschen Bundesliga unter Neo-Trainer Julian Nagelsmann.